Jetzt freue ich mich sehr auf unseren nächsten Speaker, weil er hat sich schon eingemischt als Fragender. Es geht um KI-Kompetenzen und Future Skills jetzt. Casual Learning, das haben wir jetzt schon seit gestern erfahren. Große Sprachmodelle und Conversational AI haben einen riesigen Schub erhalten und geben auch einen großen Schub. Und jetzt ist nämlich die Frage, weil sie danach schreien, im Learning- und Education-Kontext eingesetzt zu werden, was dazu ein Computerlinguist und Digital Enabler wie Werner Bogula vom ARIC zu sagen hat. 5 Minuten Bühne frei für Werner. Herzlich willkommen. Here you go. Ja, herzlich willkommen zurück von der Pause. Wann sehe ich meine Präsi hier? Ja, wunderbar. Ja, ich wollte heute von euch von einem kleinen Projekt berichten, wo ich gerade dran sitze, für einen E-Learning-Anbieter. Es geht darum, im Bereich Casual Learning ChatGPT mal einzusetzen und direkt beim Entwickeln der Sache daraus zu lernen. Der Begriff Casual Learning dürfte euch vielleicht bekannt sein. Ich referiere mal einfach nur die 4 Haupteigenschaften. Learning unabhängig von Institutionen, Raum und Zeit. Selbstgesteuertes Lernen auf eigenen Lernpfaden, adaptives und personalisiertes Lernen und vor allem das Wichtigste, und da kommt ChatGPT natürlich groß ins Spiel, ist natürlich digitales und soziales Lernen. Wenn man sich diese Eigenschaften mal so ein bisschen anguckt, dann sieht man oben so 3 Eigenschaften, die also Voraussetzungen dafür sind, dass man das machen kann, und unten 3 Eigenschaften, die ich besonders abgeprüft habe, ob die mit ChatGPT besonders gut angesprochen werden können. Die Zielgruppen- und Interessenorientierung der Inhalte, dann, das kann ich jetzt gar nicht mehr sehen, muss ich jetzt da hingucken. Die Dialogisierung natürlich und die individualisierten Lernpfade. Ja, weil die Hoffnung von ChatGPT ist ja, wir kippen das so wie in den Nürnberger Trichter alles da oben rein und dann können wir das Modell befragen. Und teilweise wurde das so realisiert, und teilweise möchte ich auch ein paar Schwierigkeiten hinweisen, die es da noch gibt. Das erste Wichtige, die Zielgruppenorientierung. Das ist ja in GPT quasi eingebaut. Wenn ich zum Beispiel sage, überlege dir mal ein gutes Beispiel für ein paar KI-Techniken für einen 9-jährigen Schüler oder Schülerin, ja, dann haben wir alle schon festgestellt, dass das sehr stilsicher ist. Ja, wenn ich das jetzt für eine Informatikerin mache, dann klingt es irgendwie anders, für einen Juristen auch wieder anders. Also die Transformation, die beiden Kollegen heute Morgen gesagt haben, funktioniert super damit. Kommen wir zur Dialogisierung. Und hier ist es jetzt ein ganz klassisches Ding. Wir haben ein Lehrbuch, das hat auch so Musteraufgaben, so richtig oldschool auf Paper. Ja, und wie setzen wir das jetzt um in eine digitale GPT-Form? Die Idee ist, ich habe vielleicht Fragen mit Musterlösungen, das Ding stellt mir selber ein paar Fragen und ich kann dann darauf antworten, und ich kriege aber auch qualifiziertes Feedback. Und das ist ja das Interessante dann beim Lernen, was das Dialogische über das reine Ablesen jetzt von Musterlösungen hinaus ermöglicht. Ich habe das schon realisiert und ein paar Beispiele hier. Könnt ihr ja später in den Folien nochmal genauer nachlesen. Man kann einfache Sachen fragen, ja, wie zum Beispiel Wissensfragen. Sag mir nochmal in einem Satz diesen Begriff. Ja? Wenn man unterwegs lernt, vergisst man vielleicht so die Definition. Das funktioniert natürlich super. Man kann aber auch umfangreiche oder detaillierte Fragen stellen, also zum Beispiel, was sind denn die Vor- oder Nachteile von einer bestimmten Technologie? Dann kriegt man sehr schön, wie man hier sieht, aufgezählt, was Vor- oder Nachteile sind. Jetzt kommt das Coole, was heute Morgen auch angesprochen wurde. Wir tauschen jetzt die Rollen. Ja? Jetzt fragt mich die KI, und ich bin jetzt sozusagen in der Situation zu antworten. Ich sage der KI, stell mir eine Frage zu Brainstorming, und die KI macht jetzt aus dem Pulk der Musterlösung oder aus dem Material erzeugt es selber eine Frage, ja, die ich dann beantworten solle. Und das Coole ist dann, ich bekomme dann auch wieder eine qualifizierte Bewertung dieser Sache. Es sagt dann so, ja, es sind 3 von 5 Sachen beantwortet. Ich würde sagen, es war eine gute Leistung. Wenn du das und das noch dazu packst, dann ist es richtig super. Ja, also das ist ja genau das Feedback, was man als Lernender ja haben will, wo man sonst ja einen Mensch für braucht. Auch so Rückfragen wie hier zum Beispiel, wo der Pfeil hin zeigt, ja, wäre es vielleicht auch richtig gewesen, wenn ich nicht 30 Minuten für ein Brainstorming als Antwort gegeben hätte, sondern 2 Stunden. Ja, und fragt man sich ja so, warum ist das so? Da kriege ich auch nochmal eine qualifizierte Antwort drauf. Also das geht weit über das hinaus, dass einfach das gescrapt wird und umgeformt wird, sondern es wird wirklich qualifiziert umgearbeitet. Dann solche Sachen, jetzt geht es natürlich auf die Prüfung zu, oh, ich muss die Prüfung, ja, dass ich das nochmal durchspielen möchte. Ja, ich kann also, stell mir eine Prüfungsfrage sagen, kann dann sozusagen wie in der Prüfung, kann auch die Originalprüfungsfragen nehmen oder generierte Prüfungsfragen und kriegt dann auch eine Bewertung. Also du hast eine 1, du hast eine 2, du hast bestanden, du musst noch ein bisschen üben, ja, auch um Prüfungsangst zu nehmen, wunderbar. Ich kann auch jederzeit, Stichwort freie Lernpfade, zwischendrin, ja, sieht man da rechts, zweites von unten, wie bewertest du meine Antworten bisher? Ja, man erarbeitet ja so
dialogisch? Was sagst du bisher, ja, dass man da auch ein Feedback bekommt, ob ich auf dem richtigen Lernpfad bin? Das Beispiel Prüfungsfrage hatten wir bereits. Frage, Antwort, Bewertung. Funktioniert wunderbar. Und ja, wie gesagt, ich kriege dann tatsächlich sogar eine abschließende Bewertung. Zusammenfassend kann man sagen, also Conversational AI eignet sich hervorragend für Casual Learning. Wissensfragen, vertiefte Nachfragen funktionieren. GPT kann als Lerncompanion für Fragen zum Fragengenerieren eingewendet werden. Das Material muss gut strukturiert werden und es gibt noch ein paar Probleme beim konsistenten Durchhalten der Rollen. Also wer ist Lehrer, wer ist Lernender, wer ist Lehrender? Ja, aber ansonsten funktioniert es gut und was ich auch noch festgestellt habe, ChatGPT ist ungefähr 30 mal so teuer wie GPT 3.5. Davon haben wir aber noch gar nicht gesprochen, das kostet ja auch alles Geld. Ja, aber es funktioniert mit 3.5 sehr gut und wer das mal angucken möchte, ich habe einen Rechner mit, können wir gerne auch nochmal gleich durchgehen. So, Dankeschön. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Werner, wir sehen uns nachher wieder. Ich habe mich gerade gefragt, ob man die KI eigentlich auch feedbacken kann, wie gut ich die finde. Also zurück, aber das besprechen wir gleich im Gespräch nachher. Jetzt machen wir einen schönen Schritt in Richtung Kunst. Kunst trifft KI, ein Lehrprojekt der Hochschulen Pforzheim und Heilbronn. Auf der einen Seite wissen wir, IT-Studentinnen und Studenten können beispielsweise hervorragende Softwarearchitekturen bauen, robust, performant, funktional. Designstudierende können aber auch innovative Lösungen für Informationsvermittlung gestalten, vielleicht originell, kreativ, lebendig. Was passiert, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen? Das erzählt uns jetzt Nicole Ondrusch vom LabD der Hochschule Heilbronn. 5 Minuten für Nicole. So, hi zusammen. Ich bin nicht instruiert, wenn ich irgendwas falsch mache, dann lag das da. Schon, geht schon los. Das sind deine Folien, ne? Das sind meine, perfekt. Also, ich darf zunächst einmal, du hast ja schon das Allerwichtigste gerade gesagt, herzlichen Dank, die Projektbeteiligten ganz kurz vorstellen. Es geht nämlich tatsächlich um Designerinnen der Hochschule Pforzheim. Das ist insbesondere meine ganz zauberhafte Kollegin Dagmar Korinthenberg, die da auf dem Foto mit drauf ist. Und mich selber von der Hochschule Heilbronn. Und das Allerwichtigste sind eigentlich aber die Studentinnen gewesen. Und es ist gerade schon in der Anmoderation gesagt worden, wir haben gerade als Software-Ingenieure hauptsächlich Funktionalität im Fokus, wenn wir Software bauen oder wenn wir, sagen wir mal, Dinge anwenden, also bestehende Algorithmen, bestehende Bibliotheken, die vorhanden sind. Es geht uns irgendwie darum, etwas umzusetzen, was die Bedürfnisse der Nutzerinnen in irgendeiner Art und Weise befriedigt. Und das ist meistens funktional. Und angelegentlich denken wir nochmal über nicht funktionale, also Performance- und Robustheitsanforderungen nach. Und was wir erreichen wollten in diesem Projekt war, naja, Leute, denkt doch mal ein bisschen tiefer über das nach, was ihr baut. Was hat es für Auswirkungen? Was kann man vielleicht anders machen? Was erreicht ihr damit, wenn Software prozesssteuernd ist? Ja, welche Verantwortung habt ihr damit? Und wir haben ganz lange nachgedacht. Das stimmt nicht ganz, die Geschichte ist ein bisschen andere, aber die verrate ich vielleicht hinterher. Was machen wir denn da eigentlich? Und ich habe eine Kollegin, die eigentlich gar nicht Design, das ein bisschen gelogen macht, sondern das nennt sich Kommunikation im Raum. Das war für mich was ganz Neues. Das ist etwas wie, stelle ich irgendetwas hin? Und mit ihr sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, wir werfen die Studentinnen zusammen. Eine machen die Technik, du hast es gerade schon gesagt, die anderen überlegen sich genau diese Kommunikation und gemeinsam denken wir nach. Und das haben wir natürlich irgendwie, weil wir ja beides Didaktiker sind, das sagt nur die Folie, auch in einer vernünftigen Form getan. Nämlich, wir haben uns erstmal überlegt, was sind denn die Lernziele? Und das kann natürlich jetzt von hinten keiner lesen, aber es ging uns eben vor allen Dingen um Rezeption, also was kann KI, was darf KI, aber auch können wir mal schnell Prototypen bauen, können wir Prototypen bauen, die einsetzbar sind, können wir Prototypen bauen und jetzt kommt der größere Punkt, die wir tatsächlich in einer Ausstellung auch echten Nutzerinnen zeigen können, die von KI überhaupt nichts wissen. Und das war die große Herausforderung und dann haben wir also unsere Studentinnen aufeinander geworfen und haben ihnen gesagt, das also in einem großen Projekt, alles mit großer Beschreibung, und haben sie aber im Wesentlichen alleine laufen lassen. Das heißt, über mehrere Wochen, ein ganzes Semester mit entsprechenden Coaching und anderem da mal hingeführt und
Die große Angst in der Tat war diese Ausstellung. Die hier in diesen Räumen stattgefunden. Und wir haben heute eines der Exponate auch tatsächlich mitgebracht, was wir euch nachher ganz gerne zeigen möchten. Damals war das hier noch mitten in Corona, also alles auch so ein bisschen schwierig. Und Studentinnen haben dann sehen können, oh, was haben wir denn gesehen? Was können wir denn leisten? Und was ist eigentlich, wenn wir über KI mal auf eine andere Art und Weise reden. Herausgekommen sind 10 Exponate, die wir dargestellt haben, die jeder auch einen anderen Aspekt der KI reflektieren. Was wir heute hier zeigen, ist eines, das sich darüber Gedanken macht, ob KI nicht Menschen in Schubladen steckt oder was KI vielleicht über einen wissen kann oder was KI vielleicht über einen entscheiden kann. Und ähnlich gelagert sind alle Objekte, über die wir jetzt leider nicht reden können. Das liegt so ein bisschen an der Zeit. Und das Spannende war, dass wir zwar diese ganze Ausstellung, also Blut, Schweiß und Tränen, wir waren völlig fertig und haben uns gedacht, solche Lehrprojekte machen wir nie und nimmer wieder. Aber als es einmal stand, hat dieses Projekt plötzlich eine riesige Begeisterung ausgelöst und wir hatten die Chance, das noch in ganz vielen Stellen auszustellen. Ich habe noch die letzte Folie, die darf ich noch. Was haben wir denn daraus gelernt? Denn es ist ja ein Lehrprojekt, es ist ein akademisches Lehrprojekt. Und das Wichtigste für unsere Studentin, wir haben nachher auch welche da, falls ihr euch mit jemandem unterhalten möchtet, ist Disziplin und Durchhaltevermögen. Also etwas am Ende zu einer Ausstellung zu bringen, ist eine ganz andere Hausnummer, als mal eben im Projekt einen kleinen Prototypen zu bauen. Es ist aber auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also der erste Gedanke von meinen Studentinnen war, meine Güte, sind die nett. Und was sie gemeint haben, ist, Mensch, die sind zugänglich. Über die können wir gleich beim allerersten Mal super gut reden. Ja, mit denen können wir sofort zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch eine ganze Menge gelernt über Umsetzung zu KI, über technische Umsetzungen. Auch, deswegen bin ich ganz froh, heute hier sein zu dürfen, wie nutzen wir den MOOCs des KI-Campus für unsere eigenen Projekte und natürlich eine ganze Menge an anderen Arten von Denken und letzten Endes das Allerwichtigste, die Zusammenarbeit untereinander. Gut, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Tausend Dank. Tausend Dank. Auch wir hören, gebe ich weiter, hören wir nachher auch mit den Fragen von euch mehr von dir, liebe Nicole, tausend Dank. Now we switch back to English, because we want to hear about the new and corresponding results of the EU-funded project Foresight, which aims at creating a digital collaboration platform between universities and companies to foresee and deliver future skills for interfacing between the tech and the non-tech professionals. And I now hand over the microphone to Markus Bick. He's Professor for Business Information Systems coming from ESCP, and Mardi Darwish, who is a PhD candidate, lecturer, ESCP Berlin, Chair of Business Information Systems. And we are connected with you remote, and I hope you are out there. I only hand over to you, Mardi. I don't know if Markus will be with you, but great to have you. Good afternoon, everybody, and thank you for this warm introduction. No, unfortunately, Professor Beck is not going to join us, so this is only me. I am Mahdia Darwish, as I was introduced. Today, I cannot present one of our Erasmus Plus projects, namely Foresight. This project focuses on flexibility and resilience in digital transformation and intelligent automation. But before we start with the project, maybe it helps to know us a bit more in detail. I am also representing ESCP Berlin, Chair of Business Information Systems. ESCP is mainly a business school, but we are more or less the only technical chair at the campus of Berlin, together with Professor Beck. We focus our current research on topics of digital technologies, but also digital capabilities regarding organizations and digital competencies regarding individuals. Of course, there are some topics of social knowledge environments, broad knowledge and social media networks, but also that are also fields of interest for us.
So now regarding the project Foresight, this is actually a strategic partnership project, meaning that different organizations from different European countries are working together on this project. This is being funded by Erasmus Plus program. And universities, companies, associations from Romania, Italy, Germany, Croatia, and Belgium started the project in December 2020. So you probably also noticed that we had to face all the challenges that COVID-19 brought with itself. It was quite difficult for us because we also defined some events as part of the deliverables for this project. And as you can see, we had to organize all the events in the last year, starting from June 2020 up to March 2023. And the project actually ends in May 2023. So we are now in the finalizing phase of the project. In this event, we selected students from our organizations and sent them to host organizations, meaning other partners in the project. And students had the chance to participate in classes in host universities, but also visit companies. As the focus of the project was on intelligent automation, digital transformation, and algorithmic governance, we also aim to create a digital collaboration platform for all the universities and companies partnering in this project, with the main focus of also creating and delivering and somehow a skill kit for students, academics, but also entrepreneurs. In addition to all the cool and fun events that we had for students and academics and entrepreneurs, we also delivered intellectual outputs and created curricular study materials, white papers, and again, the three main pillars of the project being intelligent automation, digital transformation, and algorithmic governance. For any further information, I invite you to visit our website, of course, the Foresight official website, but also for more information, you could visit the website of Chair of Business Information Systems at ESDP. So now I think I'm still in time. Thank you very much also for your time, and for more questions or any information, you could contact me or Professor Big directly regarding this project or any other related topics. Thank you very much. Thank you very much, Madi. Thank you very much. It was not so easy due to technical reasons to understand you acoustically. It was wonderful that we had the slides. I at least had a bit of a problem, but I think we managed to get the storyline. Thank you very much. Will you come back a bit to the middle that we all gather here for this talk? Ah, yeah, wir haben noch ein zweites Mikro. I also get the other microphone. Thank you, Mira. Okay, fantastic. Haben wir noch... Do we have a question? Yeah, Oriane is having a question. We jump to you, either in German or in English, whatever. Ja, danke. Das ist eine Frage. Ich darf Werner sagen, weil ich weiß nur Werner. aber ich habe mich gefragt, weil eben Sie haben gezeigt, so ein Beispiel, wo der Student war eigentlich richtig und dann die Antwort wird weiter ein bisschen gesagt, oder? Hört man mich nicht so gut? Doch. Ja, ich. Und was ich mich gefragt habe, kann es sein, dass manchmal, also solche Antworten von ChatGPT sind manchmal sehr lang. Ich sage, ist es korrekt so? Und dann antwortet er mich so, ja, die E-Mail ist gut geschrieben, das erklärt gut dies und das. Und ich habe mich gefragt, für ein E-Mail ist egal, aber für zum Lernen kann es sein, dass zu viel Text eigentlich nicht so motivierend sein könnte? Oder habt ihr euch da Gedanken gemacht? Genau.
Also du kannst ja vorgeben, also wie lang die Text, wie lang die Antworten sind. Der Lernende kann auch noch sagen, sag mir das in einem Satz, sag mir das in 50 Wörtern. Ja, und insofern kann man das Format auch selber bestimmen. Wir haben jetzt nicht systematisch erprobt, welche Längen jetzt also ideal zum Lernen sind. Das sind vielleicht auch individuelle Sachen wieder für Lerntypen. Da wäre zum Beispiel Lernanalyse, die wir heute Morgen ja gesehen haben, vielleicht ganz hilfreich. Ne? Vielleicht müssen wir noch eine Sache nochmal nachhaken, weil so ein bisschen auch durchklang, man ist ein bisschen unsicher, ob das da alles korrekt ist, was da rauskommt. Ne? Mhm. Also das war heute Morgen, die Kollegen haben das ja sehr gut dargestellt. Ich benutze das nicht als Wissensmodell, sondern nur als Sprachmodell. Das Wissen hinterlege ich selber in einer Datenbank und konditioniere das Modell so, dass es sich nur auf dieses Wissen bezieht. Ah. Und wenn das da nicht drin steht, dann sagt es auch, was ein normales GPT nie machen würde, das weiß ich nicht, das steht da nicht drin in dem Lehrbuch. Ne? Das vielleicht auch nochmal, weil es so ein bisschen durchklang und vielleicht bei vielen auch noch so die Frage ist, ja, das ist alles ganz toll, aber aus meiner Erfahrung ist das nicht faktensicher. Ja? Also damit kriegt man eine sehr hohe Faktensicherheit hin. Man kann das nie beweisen, aber meine Erfahrung ist, dass es sehr, 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 sehr faktentreu ist und macht wahrscheinlich weniger Fehler als ein menschlicher Tutor, hoffe ich. Ja? Und wie gesagt, die Länge und das Format sind alles Sachen, die man ganz detailliert spezifizieren kann. Entweder in dem Layout, also von einem Developern, oder der Lernende selber kann sagen, ich möchte das in einem Satz, ich möchte das ganz ausführlich, erzähl mir mehr dazu. Ja? Insofern ist das ja die Idee des Casual Learnings, dass es dann drauf reingeht. Ja. Wenn du diese Antwort jetzt übertragen würdest, was du anderen raten würdest als BildungsinnovatorInnen, würdest du sagen, dass das grundsätzlich total wichtig ist, zu sagen, macht klar, was sind die Quellen, also nicht das Netz für alle und wenn dann irgendwann, ChatGPT hat ja noch nicht alle, also wir wissen ja, dass es da noch begrenzt ist, was da reinkommt in den Trichter, aber was wäre auch für andere InnovatorInnen, was wäre da deine Empfehlung? Um genau die Faktizität sicherzustellen. Also diesen Modus sich mal anzuschauen, vielleicht auch mit dem Developer. Ja? Also wie gesagt, das leere, rohe Modell ist sehr schlau, in Anführungszeichen, aber nicht verlässlich. Ja? Das Hinterlegen mit eigenen Informationen, das ist sozusagen die nächste Stufe, was auch viele Firmen natürlich so wollen, weil die wollen nicht irgendwas, sondern die wollen genau ihre Verträge, ihre Fachinformationen da drin haben, also eine Wissensdatenbank. Ja? Das sollte man sich angucken, in diesem Modus vielleicht mal ein bisschen da recherchieren. Dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen als jetzt so, ich habe mal so ausprobiert, das gibt 90%, dann ist es falsch oder richtig. Verstehe. Kann ich ganz kurz dazu eine Nachfrage stellen? Bitte unbedingt. Das heißt, du hast eben gerade nicht ChatGPT benutzt, sondern die API, wo man eben auch bezahlen muss. Ne? Deswegen meintest du das auch mit den Kosten. Ne? Genau. Dann kann man es eben so individuell tweaken. Wenn man aber einfach den kostenlosen ChatGPT-Zugang nimmt, dann kriegt man diese Halluzinationen und sowas, ne? Also die Bezahlversion über die API. Ja. Genau, deshalb am Ende auch das mit den Kosten. Ja, das ist nämlich nicht günstig, weil es ist ja eine Dienst, weil ich das, wenn ich das professionell einsetzen möchte, dann ist es ja eine Dienstleistung, die ich genauso wie ein Cloud-Hoster bezahlen muss. Ja, und ich zahle pro 1000 Token, die ich da hinschicke und dies generiert dann entsprechendes Geld. Und da, auch für die Kalkulation jetzt von Modellen, also wenn man das jetzt als Business machen möchte oder frei zur Verfügung stellen möchte, muss man diese Kalkulation immer im Hinterkopf behalten. Aber kannst du die Zahlen noch mal ein bisschen konkreter machen? Also 1000 Token. Also das muss ich übersetzen. Sind, und was kriegst du mit 1000 Token? Ja, also 1000 Token, wir können jetzt grob davon ausgehen, Wörter. Ja, es ist ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, ob man jetzt viele Zahlen oder Kommata oder so hat. Ja, also 1000 Token kosten normalerweise im 3-5er-Modell 0,0002, also 2 Zehntel Cent. Bei dem 3-5er-Modell und 6 Cent in dem GPT-4, in dem aktuellen Modell. Und mit 1000 Token ist man dann schnell bei 6 Cent dann auch schon im Dollarbereich. Ne? Okay, also das heißt, wenn du das übersetzt, bist du mal schnell, wenn du den Job ordentlich machen willst, da was zu hintersetzen, bist du schnell im dreistelligen Bereich. Das kommt auf den Anwendungszweck an. Wenn ich es jetzt individuell in einer Firma nutze, um ein paar Sachen jetzt zu trainieren, ein paar auszubilden oder so, dann sagt man sich, okay, das kostet jetzt 600 oder 1000 Euro, ist billiger als jetzt einen Tutor irgendwie anzustellen dafür, ne? Oder zusätzlich noch machen. Ja? Wenn ich aber jetzt das frei als Chatbot zur Verfügung stellen wollte, dann wird das nicht mehr klappen. Ne? Ja, ist klar. Weitere Fragen von euch? Sonst springe ich mal zum Thema Kunst / IT in dieser Kooperation. Wann war das genau? Wir haben letztes Jahr ausgestellt, ne? Also okay. Im Wintersemester 2021/22 gebaut. Wenn du jetzt eine Annahme machen würdest, welche langfristigen Groschen da gefallen sind oder was sich verändert hat in der Binnenwahrnehmung von der jeweils anderen Fakultät oder von wie man Sachen angeht, ist da irgendwas nachhaltig so verändert, dass jetzt die bestimmte Disziplin auf ganz neue Ideen kommt, wie man was machen könnte oder so? Also im Sinne der Langfristwirkung jenseits dieser Ausstellung durch diese Kollaboration.
Boah, was fragst du mich? Frag den Patrick, der sitzt da. Okay, dann frage ich den Patrick. Patrick, hast du dazu eine Meinung? Na, wir reden ja von Veränderung. Wir wollen Bildung innovieren. Dann ist schon interessant. Das eine ist, eine tolle Ausstellung zu generieren, komme ich auch gleich zu. Die andere Frage ist, was macht das mit den Gestaltenden? Die oh Gott, eine ganze Menge tatsächlich. Also es macht im Prinzip den eigenen Blick auf, könnte ich so sagen. Und ja, nach der Ausstellung habe ich mich auch diesem Thema Kunst und künstliche Intelligenz auch dann schlussendlich in meiner Masterthesis gewidmet. Wie lautet die? Es ist ein furchtbar langer, uninteressanter Titel. Okay, wir stellen das zurück. Dann noch mal eine konkrete Frage, aber vielen Dank, dass du da reingesprungen bist. Noch mal zur Ausstellung. Was hat wahnsinnig gut funktioniert? Wir reden ja hier ganz viel davon, dass wir von allen verstanden werden wollen. Ja, Bildungsgerechtigkeit, und wir wollen auch die erreichen, die noch nicht katholisch sind und so weiter. Das ist ja Thema seit gestern. Was für Arbeiten, was für Erfahrungsräume, was hat richtig gut funktioniert, um KI Menschen näher zu bringen, die bisher da vielleicht gar nichts anfangen konnten? Und wo habt ihr gemerkt, Trial and Error würden wir so vielleicht nicht mehr machen? Kannst du da konkret werden oder nicht? Naja, also wir gucken es uns ja, wir haben es uns mehr aus der didaktischen Seite angeguckt gehabt. Also es ging, wenn du fragst, was hat denn funktioniert, was wurde denn gelernt? Ja? Was hat in der Verständnis von KI funktioniert? Da darf ich jetzt für die Dagmar reden. Die war nämlich ganz begeistert, wie ihre Studentinnen der visuellen Kommunikation immer wieder sehr präzise angefangen haben, Fragen zu stellen zu KI. Ja? Das heißt, die hatten eigentlich ja die Aufgabe, ihr rezipiert, also ihr baut ein Kunstobjekt oder ein Designobjekt. Mhm. Ja. Und die haben erstmal losgeschickt und dann haben die angefangen, eigenständig zu sammeln, und dann kamen sie wieder mit Fragen. Und was total gut funktioniert hat, eben gerade mit Patrick sehr gut funktioniert hat, war, dass jemand diese ganze Mischmasch an Gesamtwissen, was sich dazu drantragen lässt, aus allen möglichen Quellen, nochmal präzisieren konnte. Mhm. Und aus diesem Präzisen dann auch tatsächlich eine visuelle Darstellung entwickeln. Das war also immer wieder das gegenseitig Befruchten. Das hat super funktioniert. Mhm. Was schwierig war wirklich das, was ich am Ende gesagt habe, dieses Durchhaltevermögen. Also wir hatten in der Tat eine ganze Menge Studenten, meine vor allen Dingen leider, die abgesprungen sind. Also echt? Die tatsächlich gedacht haben, boah, da muss am Ende eine ganze Ausstellung stehen. Das ist eine Herausforderung für mich, für uns, ist natürlich auch eine ganze Menge an Arbeitslast, auch an Intellekt, für alle Verantwortung. Also da krass. Haben wir etliche, die auch kurz vorher noch hingeworfen haben. Bei uns, krass. bei den Designerinnen, die haben dann noch so richtig umgezogen. Da hat man dann am Ende gesehen, da kamen die Eltern und brachten die Objekte her und dann kamen die kleinen Geschwister. Also als es dann zog, dann war alles gut. Aber zunächst einmal dieses, wir bauen nicht nur einen Prototyp, der wird irgendwie abgegeben und dann ist auch gut. Meine Güte, es ist eine schlechte Note oder vielleicht eine mittelmäßige Note. Aber es war alles Credit Point hintersetzt. Es war alles Credit Point, ja. Aber es ist eben was anderes zu sagen, nee, das muss stehen, das muss laufen und das muss am 22. Februar stehen, weil dann machen wir ja nämlich die Ausstellung auf. Boah. Ne? Völlig klar. Und dann geht die Tür auf und dann ist Feierabend. Genau. Und dann muss es halt laufen, weil was nicht das läuft, das den alle zuvor hat. Aber ein total toller Reality-Check fürs Leben. Also das ist einfach, gibt dann kein Zurück. Und ja. Nächste Frage, Madi, if you're still there, out there, I have a question to you, if we are still connected with you, I hope. Yes, we are. Ja, ich hoffe auch. Also wir können auch zu Deutsch. Ach so, Entschuldigung, ja, super, super gerne. Wenn ich richtig informiert bin, ich kenne die ESCP als eine Universität, die eine der führenden in Europa ist und eine der führenden Wirtschaftshochschulen, eine der drei, die wir in Deutschland haben, in den Feldern, in denen ihr tätig seid. Mich würde jetzt interessieren, ob die Auseinandersetzung mit KI, so wie du sie besprochen hast und beschrieben hast, ob das inzwischen total institutionalisiert in die DNA der ESCP reingekleckert ist oder ob das bestimmte Studierende, bestimmte Projekte, bestimmte Gruppen, die sich dafür interessieren, betrifft? Oder ist es wirklich so, that it's an ingredient of ESCP already? Ja, also ich kann die Frage natürlich aus meiner Sicht beantworten, weil ich natürlich wie viele andere Akademiker an der Hochschule nicht so weit in den ganzen administrativen Prozessen so drin. Aber was ich so erlebt habe und mitbekommen habe, eine interessante Erfahrung ist,
Wir haben ja dieses Projekt in 2020 angefangen. Wir haben unser erstes großes Event mit einem Studenten im Juni 2022 hier in Berlin gehabt. Und da haben wir, ja, über AI, KI haben wir gesprochen, aber da war ja keine Rede von ChatGPT. Hm. Und bevor wir unser letztes Event hatten, letzte Woche in Bukarest, mussten wir tatsächlich einen Code of Conduct rausbringen, um unseren Studenten ein Format geben zu können, wie sie ChatGPT nutzen dürfen oder nicht dürfen oder wie weit, in welcher Form, zum Beispiel für ihre Bachelorarbeit, Masterarbeit, was sonstiges. Ich denke, dass es auf jeden Fall sehr schnell seinen Weg findet, dieses Thema, in allen möglichen Prozessen und Aktivitätsfeldern, sowohl aus akademischer Sicht als auch aus administrativer Sicht. Und früher oder später muss jeder, finde ich, Hochschule sich damit abfinden, vor allem mit der Generation, die digital digital lernt und AI jetzt viele Applications, viele Anwendungen hat, die sehr einfach zu erreichen sind, aber auch das Leben viel einfacher machen für das Student. Also ich sehe es auf jeden Fall als sinnvoll, dass die Welt der Akademie sich da auch dafür einsetzt, dass es tatsächlich so eine DNA eine Hochschule wird. Bei ISCG denke ich, wie vielen anderen Hochschulen wird es dann darum, dass es übergreifend in jedem Programm drin ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gehen in die letzte Minute. Letzte Frage, wer will sie nehmen? Ich hoffe auf dich, Werner. Welche Frage haben wir in diesem 20-Stunden-Festival oder 24 oder 26, die wir jetzt hier bislang miteinander verbringen auf dieser Bühne, noch nicht gestellt, die wichtig wäre? Ich das wüsste, hätte ich sie gestellt. Bisher. Also, was vielleicht ganz interessant ist für mich, ist es neu zu sehen, wie Hochschulen da rangehen. Ich erlebe das ja im Firmenkontext. Und ich weiß, die Prozesse da sind, wurde ja auch häufig hier auch teilweise ironisch, teilweise ernsthaft mit erwähnt, halt sind langsamer und zäher. Und das Tolle an dieser Technologie ist, und deshalb, ich merke auch ein bisschen den Schub, den das auch so ein bisschen gibt, ja, merke ich, dass also hier die Möglichkeit ist, schneller mit Prototypen irgendwie ranzugehen, ohne dieses kritisches Bewusstsein ist natürlich das Kern der Universität, ja, aber ohne dieses immer erstmal, oh, wir brauchen jetzt eine hundertprozentige Lösung, wir wollen, dass es 100% sicher ist, das hat Herr Andrulis ja gestern auch so gesagt, einfach mal machen, ja, also nicht in kritischen Fällen, aber es gibt ganz viele Sachen, die man mit dieser Technologie, ich arbeite auch mit Schülern und Schülerinnen, ja, also die man ganz schnell machen kann und dadurch auch lernen kann, ja, und also die Frage halt der Umsetzung, vielleicht auch andere Wege des Umsetzens zu gehen. Also Beta-Versionen erstellen oder Alpha-Versionen oder einfach mit einem Mockup erstmal zu arbeiten. Ja, das habe ich noch nicht gesehen bei den Fragen, die jetzt hier so sind oder auch bei den Präsentationen. Also das hätte mich mal interessiert, wer schon so arbeitet. Ich meine, es gibt so Stichwörter, agiles Arbeiten und so, alles so, das sind also so Buzzwords und so. Und das hätte mich noch ein bisschen interessiert, weil das ist die Gelegenheit, wirklich schneller auch jetzt sich in diese Technologie reinzuarbeiten. Okay, letzter Satz von dir. Ich finde, dass diese Veranstaltung ein bisschen die Frage nahelegt, wie kriegen wir eigentlich richtig gute hybride Veranstaltungen hin, auch in der Lehre? Tata, tata, tata. Ich würde sagen, die Frage nehmen wir mit. Vielen herzlichen Dank. Tausend Dank, liebe Madi, tausend Dank für euer aller Input. Das waren die Lightning Talks Number 2. Vielen Dank.